Im Herbst 1926 fährt der deutsche Schauspieler Emil Jannings in die USA. Seine letzten Filme haben den hohen Standard des deutschen Filmes gezeigt und hatten somit Hollywood auf sich aufmerksam gemacht. Emil Jannings stand am Wendepunkt seines Lebens. Er ist 42 Jahre alt. Emil Jannings, einer der größten deutschen Schauspieler. Eine Kraftnatur auf der Bühne und im Film, so verkörpert Jannings den Idealtypus des Naturalismus. Vom Theater führt ihn sein Weg schnell zum Film, bis ihn die Besetzung Deutschlands einen tiefen Sturz beschert. Über viele Provinzbühnen und Stadttheater kommt der am 23. Juli 1884 in Roschbach am Bodensee geborene Jannings 1914 nach Berlin, von Max Reinhardt angestellt. Ständiger Geldmangel treibt ihn zum Film, der damals gesellschaftlich noch nicht anerkannt war. Nach 26 schnell heruntergekurbelten Filmen setzt er sich 1919 auf der Leinwand durch mit der Rolle des Ludwig des 15. in Madame du Barry unter der Regie von Ernst Lubitsch. Bereits in diesen frühen Filmen gilt, je besser der Regisseur, umso besser ist Emil Jannings. Madame du Barry wird zum internationalen Erfolg. Dadurch dreht er meist in den nächsten 5 Jahren in der Gestalt von Herrscherfiguren in historischen Kostümfilmen wie Anna Boleyn, Das Weib des Pharao oder Danton. Mit der Rolle des Hotelportiers und späteren Toilettenwärters in Friedrich Wilhelm Murnaus Letzter Mann legt Jannings den Grundstein zum Weltruhm. Ein Zeitzeuge bemerkt dazu: Dieser Film ist Jannings und Jannings ist dieser Film. Meisterhaft zeichnet er die Tragödie des Alternden, Zermürbten, Weggeworfenen. Ein weiterer Film unter Murnaus Regie folgt: Tatü. Jannings in der Titelrolle. Ein gierig geiler Heuchler. Mit seiner Rolle in Ewald André Dupont, Varieté, macht Jannings erneut Hollywood auf sich aufmerksam. Ein Artist verfällt einer sinnlichen Frau. Seine Hörigkeit lässt ihn zum Mörder werden. Jannings wird zum Märtyrer der Liebe. Vor seinem Weggang aus Deutschland tritt Jannings zum dritten und letzten Mal in einem Film von Friedrich Wilhelm Murnau auf. Faust. Lotte Eisner, die große deutsche Filmhistorikerin, beschreibt dazu: Jannings, der den Dämon Mephisto verkörpert, verzichtet hier endlich einmal auf alle naturalistischen Mätzchen. Er scheint gebändigt, ursprünglich wie am ersten Tag. Emil Jannings in Hollywood. Er wird begeistert empfangen. Seine Wochengage beträgt 10.000
$100.000. Unter Regisseuren wie Victor Fleming, Josef von Sternberg, Ernst Lubitsch und Louis Malmsteen spielt er bis zur Wende des Tonfilms in 6 Filmen, meist tragisch scheiternde Figuren. Für die Hauptrollen in The Way of All Flesh, Der Weg allen Fleisches und The Last Command, Sein letzter Befehl, wird Emil Jannings 1928 mit dem zum ersten Mal vergebenen Oscar als bester Darsteller ausgezeichnet. Der Tonfilm bringt Jannings Hollywood-Karriere ein jähes Ende. Er kann sich mit seinem starken deutschen Akzent nicht halten und kehrt 1929 nach Deutschland zurück. Auch hier wird er begeistert empfangen. Kurz darauf schickt er ein Telegramm an Josef von Sternberg. Sternberg wird gebeten, nach Berlin zu kommen, um in Jannings ersten Tonfilm Regie zu führen. Der Blaue Engel bedeutet für Jannings ein gelungenes Comeback im deutschen Film. Aber er war damit nicht zufrieden. Sein Friedrich Wilhelm I. in Der alte und junge König ist der Auftakt einer Reihe von Filmen, in denen Jannings historische Persönlichkeiten darstellt. 1937 spielt er in einer eindrucksvollen Weise den Dorfrichter Adam in Heinrich von Kleists Lustspiel Der zerbrochene Krug. Ich schlug euch häuptlings an den Ofen nieder. Von hinten? Wie von hinten? Oder vorn? Ihr habt 2 Wunden. Vorn eine und hinten. Von vorn und hinten. Erst so, dann so. Erst auf die Ofenkante, die vorn die Stirn mir einstieß, und so dann vom Ofen rückwärts auf den Boden nieder, wo ich mir noch den Hinterkopf 1936 wird er in den Aufsichtsrat der Tobis berufen, dessen Vorsitz er 1938 übernahm. Zunächst unter der Bezeichnung künstlerischer Oberleitung, später als eigenständiger Produzent kann er fortan auch offiziell auf Konzeption und Regie seiner Filme Einfluss nehmen. So zeichnet er sich 1940-41 als Hauptverantwortlicher für Ohm Krüger, einer der teuersten Produktionen des NS-Films überhaupt, verantwortlich, der den Freiheitskampf gegen das englische Imperium schildert. Kann sich doch verständigen. Die Verständigung mit England heißt, gebt eure Freiheit auf, werdet englische Sklaven. Warum werden wir nicht Engländer? Was sagst du da? Lieber in Unfreiheit leben, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Vater, das ist die Antwort, die dieser Präsident Krüger zu geben hat. Reichsminister Dr. Goebbels empfing Staatsschauspieler Emil Jannings, um ihm seine besondere Anerkennung für den neuen Tobis-Großfilm Ohm Krüger zum Ausdruck zu bringen. Bei dieser Gelegenheit überreichte der Reichsminister Emil Jannings als erstem deutschen Filmkünstler den neu gestifteten Ehrenring des deutschen Films, der in Zukunft für besonders große Verdienste auf dem Gebiet der deutschen Filmkunst verliehen wird. Nach dem Krieg wurde er entnazifiziert und erhielt von den Alliierten einen lebenslangen Auftrittsverbot. Jannings starb am 2. Januar 1950 einsam und verbittert in seiner Villa am Wolfgangsee im Salzkammergut. Glauben Sie vielleicht, es sei leicht, seine eigene Theorie über Nacht preiszugeben, an der man 40 Jahre lang gearbeitet hat? Es geht hier nicht um Theorien, sondern um das Leben, um unseren Kampf gegen den Tod, um des Lebens willen. Das steht hoch über jedem persönlichen Ehrgeiz und kostet Mut und Selbstverleugnung.